Anna, was machst du? Stell dich hin und beweg dich nicht. Bis wann werde ich so bleiben? Denk nicht an etwas. Nur entspann deine Muskeln. Was beschäftigt dich, Anna? Ich habe nicht viel Zeit. Ich habe viel abgenommen. Das reicht aus, um die Bewegung zu ändern. Ja, ich bin müde. Ich mag diese Position. Diese Position stärkt die Gesäßmuskulatur. Ich weiß, dass ich viel abgenommen habe. Aber ich habe starke Muskeln. Das ist sehr offensichtlich aus deinem Aussehen. Ändere deine Position erneut. Ja, das mache ich. Ich fühle mich, als ob ich in dieser Position schwebe. Das ist gut. Yoga ist wichtig in unserem Leben. Das reicht aus. Ich kann nicht länger aushalten. Wenn du müde fühlst, reicht das aus. Mein Ehemann wartet draußen auf mich. Was hältst du davon, eine andere Position auszuprobieren? Ich werde eine bequeme Position wählen. Ich mag diese Position im Yoga. Es ist eine schöne Position. Hallo, Trainerin. Hallo, wer bist du, mein Herr? Es ist mein Mann, Lena. Ja, ich bin David, meine Dame. Dein Mann ist eine wunderbare Person, Anna. Und du bist auch eine großartige Trainerin. Mein Liebling, warum bist du hierher gekommen? Warum hast du nicht draußen gewartet? Ich bin gekommen, weil du zu spät gekommen bist, meine Liebe. Es ist in Ordnung, Anna. Was hältst du davon, Lena, wenn du uns zu Hause besuchst? Das würde mich freuen. Wann endet deine Arbeit hier? Es endet in Kürze. Was hältst du davon, wenn du mit uns kommst? David? Wir werden draußen auf dich warten. Gut, ich werde bald kommen. Komm, meine Liebe, lass uns nach draußen gehen und warten. Geh du vor, ich komme. Wir werden draußen auf dich warten, Lena. Ja, Anna. Geh ins Auto, meine Liebe. Ich werde auf Lena warten.
David, wer hat dir gesagt, Lena einzuladen? Liebling, dein Trainer ermüdet sich beim Training. Wir haben das Recht, sie kennenzulernen. Und danke ihr, Liebes. Du meinst, du möchtest sie kennenlernen? Du hast meine Meinung nicht berücksichtigt. Meine Liebe, wir sind eins. David, du hast mich vor ihr in Verlegenheit gebracht. Und du möchtest, dass ich ins Auto steige? Du bist müde vom Sport. Geh rein und ruh dich aus. Und wie weißt du, dass ich müde bin? Warum entscheidest du aus eigenem Ermessen? Du Dummkopf! Das ist unsere Entscheidung, meine Liebe. Beweg dich nicht und warte hier auf mich. Wo ist diese Verrückte hingegangen? Warum bist du verärgert? Ärgern sich alle Frauen so? Anna, was machst du? Sind alle Männer dumm? Oder ist mein Ehemann dumm? Lena ist meine Freundin. Ich weiß, wann ich sie einladen soll. Er verdient Bestrafung. Ich bin seelisch am Boden. Ich habe Angst um ihn. Ich werde nach ihm sehen. Anna, hilf mir bitte. Wie hast du mir ein Auto zugeworfen? Du weißt, wie man Frauen einlädt. Aber du weißt nicht, wie du dir selbst helfen kannst. Es ist nur ein Missverständnis. Geliebte, bist du so eifersüchtig auf mich? Unser Auto brennt wegen dir. Wie werden wir Lena einladen? Ich habe dir ein Auto geworfen und du denkst immer noch daran, sie einzuladen? Meine Liebe, die Dinge funktionieren nicht so. Liebe Zuschauer, bitte sagt es ihr, dass meine Absichten gut sind und nicht negativ gegenüber Lena. Sprich mit mir, du Dummkopf. Meine Liebe, hilf mir, die Autos brennen. Sage deinen Zuschauern, sie sollen dir helfen. Jemand sagt, wir wollen David nicht im Kanal haben. Mama, was ist mit Papa passiert? Mia, es ist nur ein Missverständnis. Hilf mir schnell. Dein Papa ist dumm, meine Tochter. Bist du wirklich dumm, Papa? Er berücksichtigt meine Meinung in keiner Entscheidung. Papa, bevor du eine Entscheidung triffst, sollte sie besprochen werden. Du solltest immer mit Mama über jede Entscheidung sprechen, die du triffst. Meine Tochter, bring mich einfach raus. Es ist nur ein Missverständnis. Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr ihn retten wollt oder nicht.
Unsere Reise für heute ist zu Ende. Vielen Dank für das Anschauen dieses Videos. Wenn euch unser Inhalt gefallen hat und ihr uns unterstützen möchtet, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit ihr alle neuen Updates erhaltet. Wir schätzen auch eure Kommentare und Likes auf dem Video, da dies uns hilft, mehr interessanten Inhalt zu liefern. Teilt das Video mit euren Freunden, wenn es euch geholfen hat. Wir schätzen eure Unterstützung und freuen uns darauf, euch in unseren zukünftigen Videos zu sehen. Mit unserer Liebe und großer Dankbarkeit.